Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei den Amüsiertabletten. Crunchcore hier am Start. So, auf geht's wieder gegen Preußen Münster im DFB-Pokal. Also auch wieder eine schöne Partie, die wir hier erleben können. Einerseits meine Heimat Berlin gegen meinen jetzigen Wohnort Münster. Tausche ich ja auch bald ein, wenn ich mein Haus mal fertig habe, dann bin ich auch kein Münsteraner mehr, dann bin ich Rosendahler. Also auch das ist dann eine kleine, aber feine Veränderung, die aber auch sehr viele positive Sachen natürlich mit einherbringt. Von daher bin ich da schon sehr gespannt drauf. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal wieder auf das Match, was wir hier spielen können. Das soll ja wohl auch was Gutes werden, dass man da entsprechend ja, schön hin und her hier. Ja, oh, vorbei. Wir müssen eh noch warten. Die Ladezeiten sind heute hart lang. Ne, jetzt sind sie vorbei, alles klar. Ja, DFB-Pokal kann sicherlich spannend werden. Leider nicht in der ordnungsgemäßen Reihenfolge, dass wir eigentlich in Münster spielen müssten. Da Münster als Drittligist ja antritt und ja, wir als eben entsprechend als Erstligist. Deswegen ist Heimspiel für uns wohl ein bisschen blöd dargestellt, aber so ist das Spiel jetzt halt just in dem Moment. Deswegen achten wir da jetzt auch nicht weiter drauf. Wichtig ist doch, dass schönes Wetter ist und wir bereit sind, hier im DFB-Pokal alles zu geben. 4 Tore in den letzten 3 Spielen, das spricht für Sebastian Polter, der hier zu Recht im Fokus steht, denn er hat wesentlichen Anteil daran, dass es hier für uns, den Berlinern, so gut vorangeht, dass wir so gut unterwegs sind. Und wir haben ein ganz klein wenig gewechselt. Hier sieht man nochmal eben die Startaufstellung von den Berlinern. So sieht's aus. Mesenhühler ist drin, Schönheim und Schössbettner sind eben entsprechend dabei. Trimme ist noch mit dabei, Prömel und Junmin starten. Kurzweg ist wieder am Start auf der linken Seite, also hier auch eine ganze Menge Wechsel mit dabei. Schauen wir gleich noch auf die Aufstellung der Münsteraner Kollegen in diesem Moment. Die starten folgendermaßen, also auch ordentlich aufgestellt. Hier nochmal mit der Formation 4-4 oder fast schon 4-5-1. Könnte man jetzt 4-2-3-1 nehmen, je nachdem wie man sehen möchte. Aber auf jeden Fall auch hier bekannte Namen. Los geht's. Lasst uns nicht lange warten. Lasst uns hier nicht lange gucken. Preußen Münster hat Anstoß und los geht's. Schwers mit einem weiten Ball auf Prömel, der da aber aufgepasst hat. Junmin auf Polter, der wieder zurück auf Junmin. Junmin spielt hier mit Kurzweg. Und er hat die Möglichkeit. Na, aber der Ball dann doch suboptimal. Und jawohl, drin. Kreilach macht in der 6. Minute das erste Tor. Wunderschöner Spielzug. Da war ich fast ein bisschen sprachlos von diesem Spielzug, weil er war jetzt sehr intensiv und sehr eng gespielt. Hier den Ball zurück und dann musste der Abschluss auch schon fast kommen. Und der hat funktioniert, war abgedeckt hier durch den Verteidiger und Damir Kreilach nutzt diese Möglichkeit in der 6. Spielminute, das Tor für die Favoriten zu machen, für die Berliner zu machen. Und jetzt hat man gleich von Anfang an schon mal ganz klar abgesteckt, was hier zu erwarten sein sollte. Nämlich dass hier Union Berlin spielbestimmt ist und hier dann auch entsprechend sich verkaufen kann. Wopsa! Gestolpert, Prömel. Jetzt noch weiter in die Mitte. Hoppa, von hinten gekommen, abgepfiffen worden, aber keine Aufregung. Alles gut. Und jetzt den Ball rein. Und oh, Polter! Hier mit der Möglichkeit, mit der Direktabnahme auch.
Und hier nochmal das Tor von Damir Krailach. Schönes Ding, schön gemacht. Abstoß. Preußen Münster. Von Schulze Nihus. Ah, gut rangekommen. Weitergespielt. Ah, abgefangen. Schwarz. Und Prömel wieder dabei. Und hier vorher Schönheim an den Ball gekommen. Mit einer guten Fußabwehr. Und jetzt Skripski auf der rechten Seite. Ma, so geht man nicht in den Mann rein. Schwer ist sehr unglücklich gemacht. Und dann fällt er natürlich auch sofort. Weil da ist nun mal die Schwerkraft nun mal da. Und Schwers kann sich hier glücklich schätzen nach dem Aufschrei. Hier halt reingerutscht und Skripski, ja, wollte sich wegdrehen, verliert dann aber auch durch die Berührung das Gleichgewicht. Und dann war es das halt. So. Weiter Ball. Braun zuerst dran. Ja, und der Ball auf Hoffmann. Etwas ungünstig. Ah, Grimaldi konnte mit dem Bein nichts anfangen. Fettner. Ah, Menich hat aufgepasst. Und Menich, der Mann, der mal dafür da ist. Oh, gut gemacht, Hoffmann. Ein bisschen übereilt, vielleicht abgeschlossen. Aber an und für sich gut gelöst. Und der Ball. Jetzt wieder über Krailach, Prömel. Preußen stehen schon sehr offensiv. Ah, Junmin. Den Ball etwas zu früh abgegeben hier. Oh, und der Ball läuft gut. Ball rausgespielt. Und jetzt über die linke Seite, Junmin. Ah. Großartiger Einsatz von den Preußen. Und dann nehmen sie ihn schon wieder den Ball weg. Was ist denn da mit Junmin los? Schönheim. Jetzt den Ball auf die Außen. Prömel. Und Junmin. Nächste Möglichkeit. Polter. Oh, die rutschen viel rein. Die sind sehr körperbetont unterwegs, die Preußen. Die haben da ordentlich Pfeffer. Muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht zu sehr in die Knochen reingeht. Denn schlussendlich möchte hier niemand verletzte Spieler haben. Ah, oh, Schwarz. Gut aufgepasst. Hat zu lange gedauert, der Angriff hier. Von den Preußen. Von den Berlinern. Und ob, was war das? Grimaldi ist durch. Aber Mesenhöhler. Der sich gut präsentiert hat in der letzten Zeit. Wirklich gut gespielt. Trimmel, Krailach, Skripski ein bisschen zurückgekommen, Prömel. Und gut gemacht. Wunderschön abgeschlossen. Skripski steht genau richtig. Hat hinten mit ausgeholfen. Vorne dann das Tor erzielt. Und das war schön gemacht. Hier sind die Lücken gut genutzt worden. Und hier auch wunderbares Weiterleitungsspiel von, ich glaube, Krailach war es, der hier die Vorlage gegeben hat. Ja, Damir Krailach, der Torschütze und gleichzeitig auch der Vorlagengeber. Guter Laufweg hier hinter dem Mann lang und dann eben den Blick für Skripski zu haben, der da schon durch ist, der da keinen Gegenspieler mehr hat. Und dann diesen Ball dann auch zu verwandeln. Großes Lob an Skripski in dem Fall. Da muss man auch erstmal so kalt bleiben. 36. Spielminute. Erhöhung auf 2 zu 0. Wenn auch nicht immer erwartet gewesen. Ja, das war anscheinend Handspiel von den Münsteranern. Fürstner. Polter. Ah, die Möglichkeit vergeben. Trimmel. Weiter auf die Außen. Und jetzt schon schnell gemacht.
Die Schnelligkeit brauchen sie theoretisch gar nicht. Gut abgehalten hier. Heute alles richtig gemacht. Skripski! Oh! In Pfosten. Und Kreilach. Wieder nix. Fürstner nochmal mit der Flanke. Und Hunmin! Oh! Gute Szenen hier von den Berlinern. Und Hunmin unglücklich mit dem Kopf. Denn da war er doch sehr frei gewesen. Und konnte dann nichts draus schlagen. Kein Kapital. Kreilach immer gut mit dabei. Ball jetzt gut abgeblockt. Und jetzt der Ball auf Hunmin. Und Mai kommt da mit dem Kopf gerade rechtzeitig. Hoffmann auf der rechten Seite. Kreilach abgefangen. Wird jetzt, denke ich, auch bald vorbei sein. Jawohl, jetzt 2-0 geht's zur Pause. Verdiente Führung hier für die Berliner, die auch jetzt gerade in den letzten Minuten viele Chancen generieren konnten innerhalb von wenigen Sekunden. Und das ist dann schon eine ganz schöne Sache für die Berliner. Hier müssen die Münsteraner doch ein bisschen frischer aus der Kabine zurückkommen, um hier vielleicht nochmal die Gefahr auszustrahlen. Aber bisher läuft's hier für Union Berlin wie erwartet und ohne Wechsel ab in die zweite Halbzeit. Heute immer die weiten Bälle auf Fürstner. Das funktioniert im Umkehrschluss auch manchmal ganz gut. Jetzt werden die Münsteraner nochmal ein bisschen bissiger. Und das ist kritisch, denn die waren schon von Anfang an sehr bissig. Ja, Polter nicht mit der Möglichkeit, den Ball nochmal in die Mitte zu geben. Das wäre es gewesen. Ah, und da behindern sich die Spieler von Berlin gegenseitig. Muss nicht sein. Aber auch der Ball von Heinrich war es nicht wirklich gefährlich. Das war ein interessanter Abschlag. Oh, das war vom Meh nicht reingegangen und dann hat er den Ball ins Aus katapultiert. Also auch eine Möglichkeit, den Ball zu stoppen. Ah, schwer, das hat er gut gemacht. Hat den Braten schon gerochen. Und jetzt hier Fürstner. Polter, na, da war der Ball frei gewesen. Eigentlich keine unmittelbare Gefahr dargestellt, jetzt da den Ball köpfen zu müssen. Aber so ist es nun mal passiert. Ob. Sehr bedrängt hier Skripski. Weiter Ball von Kreilach abgefangen. Skripski nach oben weitergegeben auf Fürstner. Und Fürstner jetzt mit dem Ball. Und gut gemacht. Polter. Super von Skripski. Schön gesehen. Und Polter kommt da genau richtig, um hier den Ball einzutakten. Gut gemacht von Skripski, der ihn da in die Mitte chippt. Wunderschön. Und dann super abgeschlossen. Und jetzt werden wir mal eben einen Wechsel vollziehen. Hunmin ist ein bisschen müde. Dafür werden wir mal Daube reinholen. Kreilach, der viel gelaufen ist, kommt raus. Und Skripski kommt raus. Damit auch andere Spieler hier die Möglichkeit haben, zu zeigen, was sie können. So, 3-0. Ganz klare Marschrichtung hier. Defensivere Ausrichtung jetzt von den Berlinern. Jetzt nur noch Verwaltung. Nicht mehr so viel rennen und tun. Man muss nicht alles jetzt hier auf eine Karte setzen, denn schlussendlich geht es auch darum, dass die Spieler fit sind für die anstrengenden. Da guckt Mesenhöhler nur zu. Für die anstrengenden Ligaspiele. So, der Ball weiter. Fürstner, Georgia. Ja. Der Ball dann nicht weitergegeben oder nicht gut weitergegeben.
Und Daube. 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 Opa, da wurde er bedrängt. Und bringt dann keine Flanke mehr zustande. Schwarz geht raus bei den Münsteranern. Für ihn Rizzi neu drin. Mittelfeldakteure, die jetzt hier an den Start gehen. So, und jetzt über die Seiten. Aber so nicht. Und der Ball jetzt hier weiter auf Grimaldi. Hopp. Reingegangen auch hier. Nicht optimal reingegangen, weil es hätte auch leicht zur Verletzung des Gegenspielers führen können. Und Giorgio! Oh, das Ding nochmal an den Pfosten gesemmelt. Da auf den ersten Blick gar nicht so aus, als wenn der überhaupt in Richtung Tor gehen würde, aber war dann doch ganz gut. Und der Ball jetzt hier lang. Und das sollte eigentlich kein Problem sein. Für Mesenhüller. Ball raus. Kurzweg. Der auch viel läuft an den Außen. Und jetzt der Passweg, die Passstaffetten. Das läuft, aber jetzt nicht mehr. Fehler von Polter in dem Fall. Trimmel. Ja, da wollte der Ball gerade reingeflankt werden, aber hat dann doch nichts mehr ergeben. Marschewski den Ball nach außen zu Ramos. Rafael Ramos. Oh, reingechippt. Hat aber auch nichts mehr gebracht. Fürstner, jetzt auf der rechten Seite geht es ein bisschen rund. Ah! Polter hat den Ball behalten. Ah, schwach. Schwaches Abspiel. Braun. Waschewski wird hier ein bisschen festgehalten. Ja, auch unspektakulär. Rühle, jetzt mal gut durchgesetzt. Zurück der Ball. Dauber hat aufgepasst. Weiter geht's. So. Jetzt sind die letzten Minuten hier angebrochen. Hier wird nicht mehr viel passieren. Bisschen hin und her gekicke noch. Jawohl. Vorbei. 3-0. Sehr klarer Sieg hier für die Berliner, die hier entsprechend gezeigt haben, was sie können. Und somit ein verdienter Sieg im DFB-Pokalspiel gegen Preußen Münster, die sich hier Sebastian Polter, Skripski und Damir Krailach geschlagen geben müssen. Denn das waren die Torschützen hier zum jeweils 1:0, 2:0, 3:0. Und damit beenden wir das Spiel an dieser Stelle hier und gucken mal auf unser nächstes Spiel, was wir haben werden, nämlich gegen die TSG aus Hoffenheim, wenn ich mich nicht irre. Ja, Hoffenheim als nächster Gegner dann, da müssen wir natürlich gucken, wie wir dann zurechtkommen. Es gibt ein Turnierpreisgeld, was wir haben. Jun-Min freut sich, dass er jetzt auch wieder Einsätze bekommt, das ist natürlich für ihn wichtig. Monatsbericht Jugendmannschaft. Da können wir dann auch nochmal drauf gucken beim nächsten Mal. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns. Bis dahin. Haut rein. Ciao.